Na, ist es denn schon wieder Montag? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde TLR Replay of the Week. Diese Woche mit unserem Mitglied, dem 2509 Lenny von TLR Next Heroes, in seinem T67 hier direkt auf Westfield. Und wir gehen mal in das Spiel rein und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, hier auf Westfield, das ist eigentlich immer eine ganz gute Karte für den Panzer. Gerade als CD sehr flink, kann sich gut verlegen. Auch im Fünfer eine schöne Sache. Zwei Artis, gut, das hier fällt mir jetzt immer nicht ganz so. Was er ganz gut gemacht hat, hier direkt den First Spot gesetzt. Konnte hier auch seinen ersten Schaden wirken. Da muss man immer gucken, wenn man den First Spot setzt, ist natürlich die Kombination extrem fies. Dass alle auf einen gucken, plus die Arti, die auf einen einzielt. Ne? Also da lange stehen zu bleiben, ist mutig. Sollte man nicht allzu oft machen. Ja, er macht das hier auch wunderschön. Er fährt halt an verschiedenen Stellen hoch. Er nimmt nicht wieder die gleiche Stelle, wo er hochfährt. Das bedeutet dann im Endeffekt, die Arti muss neu einvisieren. Und die Panzer ziehen nicht gleich auf die Stelle und müssen dann auch ihre Waffe rumschwenken. Dazu auch ein kleiner Tipp von mir. Man sagt so, nach 30 Sekunden vergisst der Gegner, dass man selber da war. Ne? Also welcher Panzer 30 Sekunden aus dem Sichtfeld des Gegners ist, der ist für ihn verschwunden, bis er wieder aufgeht. Und dann ist er wieder für 30 Sekunden quasi drinne. Könnt ihr euch so als Leitsatz nehmen, funktioniert fast immer. Ne, wenn ihr denkt, scheiße, guckt doch noch auf mich nach 30 Sekunden. Also da muss es schon ein richtiger Pro-Spieler sein, der weiß, zu was ihr vielleicht in der Lage seid. Hier kann der Lenny auch direkt seinen ersten Gegner rausnehmen. Eine sehr, sehr naive Stuck, die da hinten stand und nicht wegfahren wollte. Schönes Ding. Er hätte natürlich auch unten hinfahren können, da wäre jetzt nicht so viel gekommen und wie man sieht auf der Karte, ja, ich krieg's jetzt gerade nicht groß, aber auf der Karte würde man jetzt sehen, dass unten relativ viele Panzer von seinem Team sind. Ich habe auch wieder das Mod-Paket von OMC drauf gemacht. Leider noch nicht alle Einstellungen fertig. Das ist ein bisschen schade, wie zum Beispiel auch Steuerung drücken für Map-Vergrößerung. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Hier macht der Lenny vorhin seinen dritten Kill. Kann jetzt hier eigentlich auch entspannt erstmal spielen. Steht 8-8. Er muss jetzt aber gucken. Unten werden jetzt doch die gegnerischen Panzer langsam aufgeraucht. Das bedeutet, er muss sich jetzt nach unten verlegen, um seine Artis vielleicht noch zu unterstützen und den ein oder anderen Schaden zu machen. Wir sehen, sein Team ist natürlich ein kleines bisschen naiv. Fährt drüben durch, würde hier definitiv durch Cap verlieren. Der Lenny macht das schon ganz korrekt, fährt hier zurück. Und jetzt, oh, jetzt kommt der T28 hier links. Das ist auch kein schlechter Spieler vom Gegner. Und mit zwei Kellen, wenn er gut trifft, würde er den Lenny hier rausnehmen. Aber er fährt ein kleines bisschen zu naiv leider vor. Macht hier auch seine erste Kelle und wenn er noch eine machen würde, würde Lenny in dem Fall... Und schön gemacht. Umrundet, schön agiert, den Berg ausgenutzt. Der gegnerische T28 nicht ganz so mobil. Und konnte hier seinen vierten Kill rausnehmen. Ein sehr, sehr wichtiger Kill. Auch fürs ganze Team. Wie wir sehen, zwei gegnerische Panzer noch im Game, die sehr, sehr gute Statistiken haben. Das heißt, die werden nicht ganz so naiv vorfahren. Denkt man. Also der Sherman gehörte nicht dazu. Nee, der eine, der Chiteau ist zurück, will natürlich das Captain auf der anderen Seite verhindern. Und der T50 fährt hier vor, aber der T50 natürlich auch bloß Vierer. Kein schlechter Panzer, aber leider trotzdem nur ein Vierer. Und gegen einer Stuck gegenüber zu stehen, ist natürlich dann auch nicht so schön. Hier in dem Fall kommt jetzt noch der Shihe. Auch nicht so schlau, da einfach geradeaus vorzudrücken, weil der Lenny war hier auch schon offen. Aber er wird einfach total ignoriert. Ne? Für den einen oder anderen Panzer sogar One-Shot, ne? Oder Two-Shot, ist ja eigentlich auch egal. Macht hier auch seinen sechsten Kill. Der Krieger ist schon mal gerettet. Macht auch sehr, sehr viel Schaden schon. Hat jetzt hier aber trotzdem noch zwei gute Panzer. Es steht 5 zu 2. Man darf hier nicht zu schnell agieren. Jetzt steht es nämlich 4 zu 2. Und der eine ist noch sehr, sehr voll. Ne? Und das ist auch noch ein guter Spieler in Shinokai. Und der Panzer an sich ist auch ein guter Panzer. Das ist sehr gefährlich und das macht der Lenny hier auch ganz richtig. Würde er jetzt hier draufdrücken, würde der Shinokai auch auf ihn schießen und könnte ihm an der Stelle vielleicht sogar rausnehmen. Und so kann er jetzt noch ganz entspannt auf den Shinokai wirken.
Macht natürlich auch mit dem T67 ganz schön große Kellen. Und kann jetzt hier hoffentlich den... Ah, komm, nochmal ein bisschen vor ihm. Jawohl. Holt hier dann den Shino Kai raus. Und direkt danach auch noch den Skoda. Und macht seine Radley Waters dadurch perfekt. Schönes, schönes Game. Und wir kommen mal zu den Gefechtsauswertungen und gucken uns diese mal an. Ja, was soll man sagen? Also gemeistert auf jeden Fall. Dann Radley Waters, Großkaliber, der Tanker-Sniper, der Scharfschütze und die Top Gun, der Krieger. Sehr, sehr schönes Ding. Dann 2638 Schaden mit 8 Kills, 1267 Base XP. Ist nicht ganz so viel, weil es halt auch im 5er Game war. Aber der Schaden mit 2600 Schaden auf dem Panzer, der halt 100 Schaden macht, ne? Das heißt 26 Schüsse, wie wir gleich wahrscheinlich auch sehen werden in der Auswertung, ins Ziel gebracht. 35 Mal geschossen, 30 Mal getroffen und 26 Mal penetriert. Das ist einfach ein utopisch schöner, hoher Wert. Schöne Leistung hier von dem Lenny. Wie wir sehen ja auch noch, Damage Block bei Armor 85. Das hätte sein Tod sein können an der Stelle, ne? Diese 85. Eigentlich ein sehr, sehr schnelles Game. Leider, das ist meistens in den 5er Tierstufen so. Normalerweise nehme ich auch lieber die höheren Stufen. Das bedeutet eher so lieber 8er und 10er. Aber natürlich, weil der Lenny hier auch in unserem Ausbildungsclan ist. Und ich möchte ihn natürlich auch ein bisschen unterstützen. Und natürlich, die Leistung war mega. Ne? Also man muss das jetzt nicht runterreden, nur weil es ein 5er-Panzer war. Auch im 5er-Bereich musst du deine Leistung bringen und das hat er hier gemacht. Da kann ich nur noch sagen, danke Lenny, danke an die 8 Opfer, die sich hier so selbstständig und natürlich geopfert haben. Soundtracks hier wieder zu sehen oder in den Kommentaren. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis nächste Woche Montag, wenn es wieder heißt Replay of the Week mit TLR. Macht's gut. Tschüss.